FC Bayern, Atletico Boss kündigt Treffen wegen Lucas Hernandez an. Wie konkret ist ein Wechsel von Lucas Hernandez von Atletico Madrid zum FC Bayern? Glaubt man den Aussagen von Atletico-Boss Miguel Angel Gilmarín, wird ein Winterwechsel immer unwahrscheinlicher. Im Januar will er sich aber zu Gesprächen mit den Bayern treffen. Atletico-Boss kündigt Treffen mit Bayern an. Miguel Angel Gilmarín zu Spox: Der Spieler kann Atletico Madrid in dieser Wintertransferperiode nicht verlassen. Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen, aber nur über einen Wechsel im Juli. Die spanische Sporttageszeitung AS hatte zuletzt berichtet, dass Atletico nach Gesprächen zwischen den beiden Clubs die Zusicherung von den Bayern-Verantwortlichen erhalten hat, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro im Januar nicht gezogen wird. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sagte zur Personalie Hernandez: Jetzt warten wir mal ab. In Spanien gibt es ja immer eine Ausstiegsklausel zu allen Zeitpunkten, und das ist in diesem Fall sicherlich ein Vorteil. Was will Hernandez? Bei ihm entscheidet Mutter Pilarón Smith. Im Le Parisien sagte er einmal: Was ich bin, habe ich ihr zu verdanken. Zu Vater und Ex-Profi Jean-François hat die Familie seit der Trennung vor 13 Jahren keinen Kontakt mehr. Neben der Mutter spielt Manuel García Quelon eine große Rolle. Der Berater, der eher zu einem Wechsel tendieren soll, zu Bild: Kein Kommentar. Dazu möchte ich nichts sagen. Angeblich hat ihn Atletico geraten, sich nicht zu äußern. Sportdirektor Andrea Berta antwortete nicht auf eine Bildanfrage.